Moin ihr Lieben, und zwar haben wir heute wieder eine weitere Zubringerübung für unsere Snatches auf dem Trainingsplan. Wir haben uns in den letzten Wochen schon mit mehreren Varianten und Zubringerübungen für das Reißen beschäftigt. Wir hatten die Hang Power Snatches, wir hatten die Snatch Grip Deadlifts, wir hatten Power Snatches into Overhead Squats und jetzt haben wir Snatch Balances. Ich mache einmal eine ganze Wiederholung vor und dann pflücken wir nochmal kurz auseinander, worauf ihr euch bei euren Snatch Balances konzentrieren solltet. Ein letztes Mal von der anderen Seite. Und zwar habt ihr beim Snatch Balance, ähnlich wie beim Snatch Grip Push Press, zwei Komponenten, und zwar den Dip und den Drive. Aber nach dem Drive kommt das Füße setzen oder der Drop. Viele cueen es mit einem Jump, aber wir wollen tatsächlich nicht nach oben, sondern wir wollen nach unten. Nachdem das Momentum und die kinetische Energie des Drives in der Hantel gelandet ist, nutzt ihr die Trägheit der Masse, um euch unter die Last zu schieben. Das heißt, ihr droppt oder lasst euch unter die Last fallen, aber fallen ist ein sehr passiver Begriff. Deswegen schieben wir uns aktiv unter die Last und fangen sie mit gestreckten Armen in den Beinen. Die Weiterführung dessen wäre der Drop Snatch, der komplett ohne Dip and Drive auskommt, dass wir tatsächlich nur unter die Last kommen. In der Theorie hat man also keine drückende Komponente beim Snatch Balance. Nach dem Dip kommt der Drive aus den Beinen und dann droppe ich unter die Stange. Das heißt, theoretisch brauche ich auch keine Hände. Denn die Beine bringen die Kraft in die Hantel und die Arme fangen sie lediglich, wenn sie gestreckt sind. Viel Spaß bei den Snatch Balances, macht es ordentlich. Das hilft euch dabei, mit Tempo und Selbstbewusstsein in eure Snatches zu kommen. Angestrebte Lasten können hier so 5 bis zu 15% über euren maximalen Squat-Snatch sein. Das heißt, wenn euer Squat-Snatch 80 Kilo beträgt, peilt hier zwischen 85 und 92 Kilo an, damit ihr euren gewünschten Trainingseffekt habt. Viel Spaß beim Training!